Verantwortungsvolles Wirtschaften ist für mich, nicht auf Kosten anderer zu wirtschaften. Und zwar nicht auf Kosten von Menschen und nicht auf Kosten der Umwelt. Verantwortungsvolles Wirtschaften heißt, dass die Auswirkungen unseres Wirtschaftens, dass wir nicht die auf andere verlagern, auf Menschen in anderen Teilen der Welt, auf zukünftige Generationen, und dass wir heute was dafür tun, dass wir die Erderhitzung bekämpfen, dass wir heute was dafür tun, dass wir die Armut auf der Welt bekämpfen. Wir wirtschaften global und deswegen müssen wir auch global denken, die Auswirkungen global bedenken. Es fängt aber bei uns hier an. Wir alle müssen unser Wirtschaften ändern, unser Einkaufsverhalten ändern, damit wir alle miteinander noch eine gute Zukunft haben. Verantwortungsvolles Wirtschaften ist die Übernahme von Verantwortung für die Gesellschaft, die Übernahme für die Verantwortung für die eigenen Mitarbeiter, für die Stakeholder des Unternehmens. Es hängen auch Familien dran regelmäßig. Es bedeutet, die Verantwortung dafür zu haben, dass man Produkte oder Dienstleistungen herstellt, die es wert sind, die auch den entsprechenden Preis erbringen können. Denn letztlich muss ein Unternehmen leben können, und nur ein Unternehmen, das finanziell gut leben kann, kann sich auch um solche Dinge wie CSR kümmern, so gut und wichtig die sind. Verantwortungsvolles Wirtschaften für mich und für die Gemeinwohlökonomie bedeutet, dass man erkennt, dass die Wirtschaft nicht zum Geldverdienen da ist, sondern zur Befriedigung der Bedürfnisse, dass es nicht ein Mittel zum Zweck ist, zum Wohle der aller zu dienen. Und ich würde mir wünschen, dass alle Unternehmen Schritt für Schritt das erkennen und eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Verantwortliches Wirtschaften heißt, die Auswirkungen unternehmerischen Handelns umfassend im Blick zu haben. Das heißt, erstens nicht auf Kosten der Mitarbeiter und Lieferanten wirtschaften, zweitens nicht auf Kosten der Umwelt, das heißt ressourcenschonend und klimafreundlich zu wirtschaften, und drittens nicht auf Kosten der Gesellschaft und zukünftigen Generationen. Schlicht und einfach den ehrbaren Kaufmann leben. Verantwortungsvolles Wirtschaften bedeutet, dass man so wirtschaftet, dass man Freude hat, Spaß hat, Erfüllung hat und sagen kann, das, was ich tue, mache ich mit Liebe, und ich mache es so, dass es anderen Leuten nicht nur nicht schadet, sondern ihnen gut tut. Ihnen, der Gesellschaft und der Umwelt. Dann macht es wahnsinnig viel Spaß, und dann ist man auch sehr, sehr erfolgreich mit verantwortungsbewussten Wirtschaften.